So, liebe Traderinnen und Trader, wir haben es wieder Dienstag zur Mittagszeit, Zeit für einen Blick in die Märkte. In meinem Wall Street Traders Lunch, das Format ist mittlerweile ja relativ gut etabliert. Danke fürs Live-Zuschauen hier auch an dieser Stelle. Und ganz liebe Grüße an diesem Punkt auch schon an all diejenigen, die die Videos dann immer auch im Nachgang schauen. Das Ganze on demand funktioniert ja mittlerweile auch hervorragend. Ja, das Ganze heute im Livestream auf Facebook und auch auf Traders Yard. Ich weiß, im Traders Yard gibt es immer noch so ein paar kleine Zwicker, die dann manchmal die Übertragung nicht sauber durchlaufen lassen. Aber das kriegen wir auch noch gelöst, da bin ich mir relativ sicher. Aufzeichnung gibt es übrigens auch. Die Aufzeichnung, die stelle ich immer auf meine Website. Das kann ich an dieser Stelle vielleicht auch gleich mal noch zeigen, wie man das finden kann. Kurzen Augenblick. Investorschule.de einfach mal draufklicken. Und dann hat man es hier quasi entsprechend auch da. Und wer darauf geht, auf die Investorschule, einfach auf Mike Seidel und die Webinaraufzeichnung klicken. Und wer da reingeht, findet auch immer alle Aufzeichnungen dazu. Die stelle ich immer in meinen YouTube-Kanal hoch. Wer das mag, es gibt auch den YouTube-Kanal der Investorschule entsprechend. Ansonsten, wer auf die Seite klickt, wird auch schon gesehen haben, der Intensiv-Swing-Trading-Workshop, der steht jetzt zur Buchung entsprechend auch bereit. Wir sehen es hier im Hintergrund schon, das mache ich mit dem Martin Gösch zusammen, zusammen auch mit unseren Broker-Partnern hier mit Tickmill, China Trader, Lens und Partner und CapTrader ist diesmal auch mit an Bord. Da freue ich mich besonders drauf. Das wird eine feine Geschichte und für all diejenigen, die hier entsprechend auch bei diesen Brokern schon Konten haben, das heißt, wer ein Live-Konto bei Tickmill hat oder auch ein Live-Konto bei CapTrader, wir sind da gerade am Arbeiten, dass es für die Traderinnen und Trader, die das Ganze schon haben, bei den Brokern auch Sonderkonditionen gibt. Da schauen wir mal, wir gucken, ob wir da einen Diskont einrollen. Da müssen wir natürlich vorher das Ganze noch abklären. Aber das schon mal vorab. Ansonsten, der Anmeldevorgang ist offen und wenn wir hier sozusagen jetzt auch schon Anmeldungen reinbekommen, wo Konten bei CapTrader oder Tickmill da sind und wir bekommen tatsächlich eine Kooperation hin, da gibt es natürlich entsprechend dann die Rückvergütung zurück. Das heißt, wir müssen dort erst arbeiten, aber jeden Cent, den man hier sparen kann, geben wir natürlich auch zurück. Genauso wie wir hier bei der Mehrwertsteuer auch entsprechend nur die 16% und nicht die 19% mit ansetzen in der Bepreisung. Jo, das alles zusammen. Ansonsten, wer Interesse hat am Swing Workshop, der klickt einfach mal drauf auf den Swing Trading Intensiv Workshop. Ich kann an dieser Stelle gleich auch mal noch den Link hier mit reinposten in die Chats. Wen das Ganze interessiert, der klickt einfach mal auf die entsprechenden Links drauf und dann kriegen wir das auch direkt rüber. Und ansonsten gehe ich noch mal ganz kurz auf den Workshop ein, wofür der Workshop sozusagen da ist und was gemacht werden kann. Man sieht es hier: Thema Niedrigzinsen, Thema Trading. Das ist kein reiner Daytrading-Workshop. Viele Leute wollen ja im Daytrading das große Glück versuchen, nur die meisten nebenberuflichen Trader haben halt überhaupt nicht die Chance, das irgendwo zu schaffen. Aber als Swing-Trader kann man über gute Sachen, über gute Swings ordentliches Geld verdienen. Das hatte ich ja beim letzten Mal auch gezeigt, was mein Portfolio mit plus 15% in diesem Jahr auch ja, im Live-Trading hier gemacht hat bei den US-Aktien. Also es funktioniert. Und wie schon gesagt, hier, das oder der Workshop ist definitiv dafür da, dass wir hier mal wirklich sehr, sehr intensiv dran arbeiten können, wie das Ganze auch durch jeden umsetzbar ist, weil das Ganze ist keine Raketenwissenschaft. Das da dazu. Ja, und da möchte ich ganz gerne auch auf das kommen, was mich heute im Trading so ein bisschen beschäftigt. Zuvor allerdings ganz, ganz wichtig hier der Risikohinweis. Ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Wir sehen es hier, dass Börsengeschäfte mit starken Risiken verbunden sind. Die Dinge, die ich hier erzähle, sind keine Empfehlungen, sondern einfach klassisch Informationen, wo sich jeder selber eine Meinung drüber bilden muss. Wer hier tradet, macht das Ganze immer auf eigenes Risiko und Gefahr. Also wie ich schon gesagt, all das, was hier zusammensteht, das gilt als Risikohinweis. Und dann ist hier selbstverständlich, weil ich das Ganze auch trade, ja, Interessenskonflikt ist da und damit sage ich an dieser Stelle auch, dass ich persönlich erkläre, die Dinge, die wir hier miteinander besprechen, dass das meine Handelsvorbereitung ist und mit einer guten Wahrscheinlichkeit hier Interessenskonflikte bestehen, weil ich Positionen schon im Portfolio habe oder die entsprechend noch aufnehmen kann. Und ich sehe gerade hier auch vom Traders Yard, klasse, ich kriege heute mal die Rückmeldung.
Es klappt mit dem Einloggen. Ja, ich habe da relativ wenig Anteil dran. Da ist der Gilbert Kreuztaler und sein Team hinten dran, dass wir das langfristig sauber gelöst bekommen. Das freut mich, aber die Rückmeldung, das ist eine klasse Geschichte. Ich hoffe, ab jetzt geht das jederzeit so. Gut, also das dazu, Interessenskonflikt ist auch durch. Und wie schon gesagt, das Thema mit der Ausbildung, mit dem Intensivworkshop, da bin ich dran. Wie schon gesagt, auch mit den Sonderkonditionen. Aber anmelden kann man sich und wie schon gesagt, jeder, der so ein Konto hat. Bei Tickmill oder auch bei CapTrader, der ist natürlich herzlich dazu eingeladen, sich auch jetzt schon anzumelden und das Geld gibt es entsprechend dann zurück. So, mit Geld zurück, Garantie gibt es an der Börse nicht. Wir machen das aber in unserem Workshop. An der Börse gibt es keine Garantien für nichts. Ja, nicht mal mehr, dass es überall ordentlich Bewegung gibt. Wir sehen es im FX-Bereich, da gibt es momentan häufig nur Seitwärtsphasen in ganz, ganz vielen Märkten. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja Händler und können uns auf die entsprechenden Märkte auch ausbreiten und das machen wir jetzt mal. Ich gebe einfach mal jetzt wieder hier den Blick frei in den Agena Trader. Ich muss jetzt mal das Fenster suchen. So, da ist er. Zack, da haben wir ihn offen im großen Bilde sozusagen. So, jetzt muss ich nochmal das Schubfenster wieder suchen, damit ich auch die Fragen sehe. Und da machen wir jetzt gleich mal den Blick rein in die Märkte und auch in den S&P 500. Ihr wisst ja selbst, das ist einer der Indizes, die ich nutze dazu, um so ein bisschen die Richtung vorzugeben. Und ich war ja schon beim letzten Mal ein bisschen skeptisch, wie das Ganze weitergehen kann. Ich habe ja auch gesagt, dass ich in meinem US-Portfolio momentan komplett flat bin. Ich habe einfach ein paar andere Dinge momentan auf der Uhr und dann steht der Urlaub auch in Kürze bevor, dass ich am Nachmittag jetzt nicht ganz so viel Zeit zum Traden habe, wie das sonst der Fall ist. Deswegen an dieser Stelle auch der Blick in die Indizes. Aber trotzdem, ich sehe es ja auch immer wieder und ich ärgere mich auch immer so ein bisschen, dass ich momentan am Nachmittag nicht auch die kurzfristigen Trades mit reinnehmen kann. Der Index sieht für mich schon ein bisschen angeschlagen aus, ja. Also ich meine, aus rein trendtechnischer Sicht ist es schon drinnen. Wir haben hier, ich meine, das ist jetzt sozusagen so, wie es ist. Wir haben hier an dieser Stelle selbstredend den Aufwärtstrend weiter am Laufen und wir sind jetzt hier sogar in einem Trend im Trend. Also wenn man das mal so sehen will, hier, ich habe einfach mal die Trendeinzeichnung eingemacht. Also hier das etwas größere Bild, hier die Zacken sind ja drinne, Bewegung, Korrekturen, alles schick da. Und jetzt haben wir hier im kleineren sozusagen mit noch drinnen hier schon wieder den nächsten Trend. Also wir haben jetzt einen Aufwärtstrend in einem Aufwärtstrend, also Trend in Trend, das sind in der Regel sehr, sehr schöne Setups, wenn wir in einer Zeiteinheit zwei Trendgrößen ineinander einfließen lassen. Ich bin mir nur momentan nicht ganz so sicher, ob der Markt jetzt einfach so simpel nach oben weiterfliegen wird oder nicht. Warum? Wie soll ich das sagen? Erstens das Thema Saisonalitäten. Wir kommen jetzt in die Sommerzeit rein, da geht das Handelsvolumen sowieso zurück. Und da nehmen viele auch immer mal Gewinne mit vom Tisch. Das ist die eine Seite. Nur, ihr wisst selber, da gebe ich nicht ganz so viel drauf. Also, solange wie ein Markt eine Saisonalität nicht spielt, gebe ich da überhaupt nichts drauf. Ja? Ich brauche schon, wenn die Saisonalität eher die Short-Richtung anzeigt, weil es halt einfach so ist. Dass wir hier an dieser Stelle durchaus weiter long laufen können. Ja, das ist alles überhaupt kein Problem. Wo ich eher ein bisschen skeptisch bin, ist sozusagen das aktuelle Verhalten der Marktteilnehmer, die ich hier so sehe. Man sieht es hier vielleicht in dem Tageschart noch so ein bisschen drin. Wartet mal, ich mache mal kurz die Trenderkennung hier raus, die 2 und die 3. Man sieht es im Tageschart ein bisschen mit drinnen. Wir sind über dieses wichtige Level hier oben, sind wir drüber rüber geflogen. Ja, wir haben ein neues Zwischenhoch gemacht und wir sind entsprechend oben drauf gelaufen, hier an dieser Stelle. Hier das Ganze. Und da muss ich wirklich sagen, wir sind schön in den Bereich reingelaufen, hier oben in einem wichtigen Bereich reingelaufen, und zwar an die Stelle hier oben, wo wir an diesem Verkaufslevel, was wir hier droben haben, genau da sind wir hängen geblieben. Und jetzt hatten wir halt so die Problematik, dass es genau dort oben einen stärkeren Abverkauf gegeben hat. Jetzt gehen wir wieder drüber. Wir sind in diesem alten Level hier an dem Zwischenhoch, was wir hier gesehen haben, in dem Abwärtstrend, den wir rausgenommen haben, jetzt wieder ein paar Tage hängen geblieben und haben immer wieder abverkauft. Also das heißt, hier hat sich irgendwo eine Range gebildet zwischen ganz grob, ich hatte das beim letzten Mal auch gesagt, 3.100 und ein paar 20 Punkte auf der Oberseite und unten hier unten die Marke um die 3000 Punkte im S&P 500. Das ist so der Richtungsbereich, den ich an dieser Stelle sehe. Und jetzt sind wir halt über diese Range drüber gelaufen. Gestern
schön nach oben gegangen, aber wer sich den Handel mal während der Laufzeit angeschaut hat, also dann, als sagen wir mal, der US-Markt ans Laufen gekommen ist, ich gehe mal ganz kurz hier in den 5-Minuten-Chart rein, dass man einfach mal sehen kann, was ich damit meine. Wenn man sich mal anschaut, wir haben gestern sozusagen hier, das war der 7. Juli, das ist heute, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, heute haben wir den 7. Die Timeframes Multi. Wartet mal, habe ich sie da? Nee, leider nicht. Also passt auf folgendermaßen. Wir gucken mal ganz kurz. Das war der 6. Juli hier oben rein. Das ist 22 Uhr. Also hier war sozusagen Marktschluss an dieser Stelle gewesen und Markteröffnung haben wir hier hinten gehabt. 15:30 unserer Zeit. Zack, hier. Da kam nicht wirklich viel an Bewegung. Das war mehr oder weniger ein Seitwärtslauf. Ja? Der schöne große Schub nach oben, alles, das kam dann hinten raus. Also alles schön auch nach oben gelaufen. Hier 6. Juli, das. Und dann sind wir hier ja, schön nach oben geschoben am 7. Juli. Alles hier über die Nacht. Und jetzt wird komplett wieder abverkauft. Und das halte ich ein bisschen für tricky. Und wir sehen es hier an dieser Stelle auch. Das ist so ein bisschen eine Trompete. Und in meinem Regelwerk gibt es so ein bisschen die Tatsache, wenn ich eine Trompete sehe, sollte ich im Allgemeinen vorsichtig sein, weil sich die Händler einfach nicht entscheiden können. Sie wollen nicht richtig deutlich nach oben, sie hören aber auch immer später auf zu verkaufen. Also das gefällt mir nicht ganz so gut. Da gehe ich immer so ein bisschen in Deckung und wir sehen ja, dass das im kurzfristigen Bereich durchaus auch Relevanz hat. Ne? Wir haben hier unten die Nackenlinie mittlerweile aus dieser Trompete rausbekommen. Die haben wir irgendwo im Bereich von 3150 bis 3160 Punkten gehabt. Da sind wir jetzt drunter gefallen und das sieht mir so ein bisschen danach aus, als wenn der Markt hier doch ein bisschen tiefer abgeben möchte. Also hier, wenn wir uns das mal kurz in der Stunde auch anschauen, wir gehen hier unten in diesen Kaufbereich rein. Wenn wir hier direkt wieder Stärke reinbekommen, wäre das positiv, zumindest fürs Kurzfristige. Wenn wir hier aber den Abverkauf reinbekommen, ja, dann muss man einfach sagen, was passiert denn hier? Dann müssen wir uns auf der Unterseite orientieren und dann haben wir relativ schnell hier in diesem Punkt auch den Markt drinnen. Wo geht es denn jetzt weiter? Und wenn wir uns mal ganz kurz hier das Kleinere anschauen, ich lasse das mal kurz in der Trendgröße 2 angekennzeichnet, hier unten um die die 3110 Punkte ist im S&P 500 das letzte Trendlevel, das an dieser Stelle. Und das liegt natürlich gerade wieder hier in diesem großen Schwungbereich zwischen 3000, um die 3100 bis 3120, 30 oben rum. Wenn da Unterstützung reinkommt, wäre das Ganze bullisch zu sehen. Sehen wir hier allerdings weitere Verkäufe, dann müssen wir uns wirklich nach unten weiter orientieren, kurzfristig. Und dann kommt das größere Chartbild mit rein, wo man auch sagen kann, okay, wo ist denn hier im größeren Bilde jetzt ein Auffangbereich? Und der größere Auffangbereich, das hatte ich beim letzten Mal auch schon gesagt, den sehe ich irgendwo hier unten im Drehbereich um die 2750 bis 2800. Das ist der größere Auffangbereich, der hier kommt. Zuvor haben wir natürlich hier noch die Unterseite um die 3000. Aber so ganz so einfach scheint es aus jetziger Sicht nicht zu sein. Das heißt, aus diesem Punkt, was ich dir heute mal bringe, möchte ich an dieser Stelle einfach mal kurz drauf eingehen. Wenn wir tatsächlich heute in die Situation kommen, dass die Märkte nachhaltig nach unten drehen, dann wäre es doch sinnvoll zu sagen, schauen wir doch einfach mal auf die Short-Seite. Und wenn wir uns die Short-Seite mal anschauen wollen, dann lasse ich den Scanner hier einfach mal durchlaufen und wir sehen im Scanner, was wir hier an dieser Stelle auch gut und gerne immer wieder auch auf die Uhr nehmen kann, und zwar die entsprechenden Umkehrmuster. Und da haben wir hier ein paar auch drinnen. Hier sind mal die Short-Kandidaten für heute auch da. Und die gehen wir einfach mal an dieser Stelle eben flott durch, wo wir schöne Umkehrsignale sehen, die wir hier mit reinlaufen sehen können, wo wir auch stabile Abwärtstrends haben. Ich habe die hier auch mal eingekennzeichnet gelassen. Das heißt, die Pfeile, die wir hier sehen, das sind sozusagen immer wieder Möglichkeiten, hier in die Short-Richtung reinzugehen. Also das ist jetzt mal das ungefilterte Umkehrmuster, Mike's Reversal Pattern Short. Und wenn man das hier entsprechend in den Trendverlauf mal einsetzt, dann sieht man halt, dass die höheren Verortungen durchaus gute Möglichkeiten sind, reinzugehen. Das letzte hier haben wir schon gehabt, das ist auch bestätigt worden. Jetzt haben wir hier einen Gegenlauf gehabt. Also durchaus könnte hier bei der Consolidated Edison durchaus, wenn wir den Druck nach unten reinbekommen, jetzt der nächste Test unten anstehen, um die Marke von etwas unter 70 Dollar. Das könnte interessant sein. Ich packe das auch gerade mal in die Tageskandidaten rein. Vielleicht komme ich ja heute Nachmittag dazu, den ein oder anderen Wert mit aufzunehmen, beziehungsweise an zu laufen. So, schauen wir mal, was wir hier noch auf der Uhr mit haben, ob wir was Schönes entsprechend sehen. Da sehe ich nichts, hier ist auch nichts. Ich schaue da halt, dass wir gute Rückläufe in bestehenden Trends sehen, in bestehenden Abwärtstrends, aber da habe ich hier heute nicht wirklich was auf der Uhr. Was man an diesen Punkten machen kann, ist gerade dann,
an so Tagen, wenn wir starke Rückläufe bekommen, dass man einfach mal schaut, wer waren denn die Top-Performer der letzten Tage? Und auch da kann man hier zusammen auch mit dem Agena Trader relativ leicht und relativ flott drüber schauen. Ich muss nochmal den Scanner kurz rausholen. Gebt mir mal einen Augenblick, dass ich das mal raufziehen kann. Genau, schaut euch das mal an. Wir stehen übrigens auch kurz vor der Earnings-Saison. Da wird es auch wieder ordentlich Bewegung geben. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen einfach mal auf die Spike-Liste. Und da sehen wir doch durchaus die ein oder anderen Werte, die hier ja durchaus auch mit interessanten Short-Kandidaten aufwarten könnten. Also wenn wir da beispielsweise mal sehen, die Alcoa, nein, das ist nicht, wartet mal kurz, die Info rein. So, da haben wir es, die Agilent Technologies. Schaut euch doch mal an hier, guckt mal, hier oben drinnen sehen wir den Widerstand. Hier kam es immer wieder zu Verkäufen. Und hier haben wir gestern eine schöne Abverkaufskerze bekommen. Ne? Der Markt ist kurz hochgespiked, hat abverkauft, auch unter vernünftigem Volumen. Da gibt es nichts zu meckern. Das sind so die Kandidaten. Wenn wir hier tatsächlich in solchen, sag ich mal, Widerstandsbereichen hängen bleiben, wie hier, das kann man selbst sehen oder auch mit dem Support and Resistance Area einfach mal arbeiten, wenn man das mal reinnehmen möchte. Da sieht man diese Bereiche liegen und schaut mal, hier haben wir halt so ein Widerstandslevel. Das kommt von hier drüben, wo das Gap gerissen worden ist, wo wir sehen, der Markt ist ran, runter, jetzt ist er wieder ran und hat direkt wieder abverkauft. Das könnte interessant sein, wenn wir hier tatsächlich heute weitere Abgaben bekommen, dass wir durchaus im Kurzfristbereich hier unten von dem Bereich um die 89 hier Richtung 86, 85 nach unten laufen. Das ist durchaus für den ein oder anderen Trader doch interessant. So, jetzt sortiere ich mal dieses Feld hier. Wir gucken mal, was wir an schönen großen Anläufen an dieser Stelle haben, wenn wir uns das mal anschauen wollen. Der Punkt ist der, worauf ich jetzt schaue. Wenn wir einfach mal sehen, wir bekommen vielleicht den ein oder anderen Trade gekennzeichnet, wo wir jetzt durch große Kurssteigerungen in den letzten Tagen in eine sogenannte Übertreibungssituation reingegangen sind. Und wenn wir das haben und wir bekommen dort sozusagen einen schönen Rücklauf, das wären dann die interessanten Kursfelder. Und da sage ich, Leute, setzt euch einfach mal hin. Schaut euch das Ganze an, was hier passiert, und wenn ihr dann solche Umkehrmuster seht, das wird beispielsweise auch ein Thema, was dort passiert in dem Ausbildungspart, den der Martin und ich im September machen. Das ist interessant und da lohnt sich hinzuschauen. Und wenn wir dort nämlich eine schöne Übertreibung in die eine oder andere Richtung sehen, ist das dann interessant für die kurzfristigen Trades. Und an Tagen wie heute, wo wir vielleicht an den vergangenen Handelstagen Werte gesehen haben, die extrem gestiegen sind, wenn wir heute einen Tag haben, wo großflächig Gewinnmitnahmen einsetzen, das sind dann oft genau die Punkte, wo wir ordentlich Bewegung nach unten sehen. Und das ist das, worauf es gilt, sich draufzusetzen, hinzuschauen, die Trade-Setups zu suchen und das Ganze dann im eigenen Trading mit dem Risikomanagement umzusetzen. Das dazu also hier auch heute wieder mein kleiner Blick in die Marktvorschau an sich. Wie schon gesagt, ich bin der Meinung, wir sollten ein bisschen in Deckung gehen. Wenn wir hier tatsächlich jetzt nachhaltige Abverkäufe sehen, könnte das ein bisschen rumpeln in der Kiste. Bitte wir auch immer im Hinterblick behalten. Wir bekommen zwar rund um den Globus sehr, sehr starke Stützen seitens der Zentralbanken und auch der Regierung mit Rettungsschirmen. Die sind da, die kommen auch, aber was wir momentan sehen, ist etwas in Richtung erneutes Aufflammen von Covid-19. Das Ganze allerdings nicht mehr ich sage ich mal, mit dem Fokus auf die gesamten Länder, sondern immer Spots. Ne? Wir hatten es hier in Deutschland auch gesehen, wo dann in gewissen Regionen, in gewissen Spots dann die ganze Lockdown-Phase wieder raufgebracht wurden. Wir haben es heute Nacht aus Australien gehört. Melbourne hat ja an den letzten Tagen ziemliche Probleme. Das sind einige Distrikte in Melbourne schon im Lockdown gewesen. Jetzt ist für die nächsten, ich glaube, 6 Tage Melbourne komplett im Lockdown. Und wenn man sowas natürlich in größerem Stile hat, das hat dann natürlich auch wieder sehr, sehr starke Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft. Und wenn wir uns aktuell mal die Fallzahlen in den USA anschauen, wir haben ja am Wochenende auch die Feierlichkeiten um den 4. Juli gehabt.
was will ich da sagen? Da haben wir halt wirklich die Problematik, dass wir an dieser Stelle definitiv jetzt möglicherweise wieder deutliche Steigerung des Ganzen haben. Und das wird natürlich dann immer schwierig, wenn wir dann plötzlich wieder massive Ausweitung dieser Corona-Geschichte haben. Und USA ist ja extrem weit vorne und der Präsident spielt es ein bisschen runter. Wenn wir hier wieder anstatt der Lockerungen erstmal wieder sozusagen runterfahren der Wirtschaft sehen, dann wird das definitiv Auswirkungen haben und diese Auswirkungen werden sich mittelfristig auch wieder spürbar auslegen und da könnten die Anleger jetzt tatsächlich in Deckung gehen und erstmal ein paar Tage die Gewinne mitnehmen. Also es bleibt sehr, sehr spannend und mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute an dieser Stelle mit dem Blick in die US-Märkte. Ich sage danke fürs Zuschauen, für all diejenigen, die die Währungsmärkte morgens mit mir analysieren wollen, die lade ich wie immer ein in die Morning Briefings mit Tickmill und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, bis nächste Woche und erfolgreiches Trading. Bis dann. Tschüss und danke fürs Zuschauen.